Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema, wie verführt man eine ältere Frau? Und das Wissen, was ich dir jetzt hier mitgebe zum Thema ältere Frau, kannst du auch als älterer Mann anwenden, um eine jüngere Frau zu verführen. Denn in beiden Fällen spielt der gleiche Punkt mit. Und in beiden Fällen machen die meisten Männer die größten Probleme auf genau der gleichen Ebene. Deswegen, die Informationen, die du jetzt hier bekommst, kannst du auch als älterer Mann benutzen, um eine jüngere Frau zu verführen. Also, lass uns durchstarten ins Video. Und erstmal möchte ich dir erklären, was das große Problem der meisten Männer ist oder warum die meisten Männer eben keine älteren Frauen verführen können. Wenn du eine ältere Frau verführen willst, dann denkst du dir vielleicht, hey, um eine ältere Frau zu verführen, muss ich besonders reif sein, muss ich besonders klug sein, besonders weit sein, muss ich sehr männlich sein. Du denkst, es gibt irgendeine Voraussetzung, die du erfüllen musst, um eine ältere Frau zu verführen. Dem ist aber meist nicht so. Denn was du verstehen musst, ist, wenn da eine ältere Frau ist, die auf jüngere Männer steht, und das sind ja die älteren Frauen, die du suchst, das sind ja genau die älteren Frauen, nach denen du Ausschau hältst, dann stehen diese älteren Frauen genau deswegen auf jüngere Männer, weil es jüngere Männer sind. Andersrum genauso, wenn du eine jüngere Frau verführen willst als älterer Mann, dann stehen halt die jüngeren Frauen eben deswegen auf einen älteren Mann, weil er ein älterer Mann ist. Das bedingt sich also. Das heißt, du siehst es vielleicht als Schwäche oder als Nachteil, dass du ein jüngerer Mann bist und eine ältere Frau haben möchtest. Ja, also mit älter meine ich halt, ja, 5, 6 Jahre älter oder auch 10 Jahre älter als du. Aber das ist eigentlich gar kein Nachteil, sondern das ist dein großer Vorteil. Natürlich gibt es auch da draußen ältere Frauen, die generell keine Lust auf jüngere Männer haben. Und dann kannst du ja mit, ich sag mal, sehr viel Verführungstechniken und als, ich sag mal, sehr, sehr guter Flirter und auch guter Manipulator bis zum gewissen Punkt, kannst du da vielleicht was reißen. Das Problem mit so starker Verführung oder starker Manipulation ist aber immer, dass erstens Manipulation so eine Sache ist und zweitens kostet es enorm viel Energie. Das heißt, wenn du jedes Mal, jede Frau, die du triffst, erstmal über einen mega langen Zeitraum total krass verführen musst, dann kostet das enorm viel Zeit und Energie und es wäre viel effektiver und effizienter, wenn du Frauen kennenlernen würdest, die von vornherein mehr an dem interessiert sind, was du auch willst. Das spart dir einfach Zeit. Und deswegen willst du halt die älteren Frauen aussortieren, um die zu finden, die generell an jüngeren Männern interessiert sind. Und wenn du dann eine Frau hast, die, wo du merkst, die da so ein bisschen offen in diese Richtung ist, dann ist die Tatsache, dass du ein jüngerer Mann bist, ist es deine allergrößte Stärke. Weil genau darauf steht ja diese Frau. Und diese Frauen möchtest du finden. Denn dann kannst du in Gegenwart dieser Frau vollkommen du selbst sein und kannst einfach der jüngere Mann sein, der du ja auch noch bist. Und genau das wird sie attraktiv an dir finden. Das heißt, das Problem oder die größte Schwierigkeit, die die meisten Männer haben, wenn sie auf eine ältere Frau zugehen, ist, dass sie so tun, als wären sie auch schon reifer oder cooler und hätten schon mehr erlebt, als wären sie schon sehr erfahren, auch sexuell gesehen. Aber das solltest du genau nicht machen. Ja? Genau auf dem Level, wo du gerade bist, sexuell, erfahrungsgemäß, bist du richtig. Und wenn du dann diese älteren Frauen ansprichst, kennenlernst, die ungefähr darauf Bock haben, dann wird es genau deswegen funktionieren. Das bedeutet natürlich auch, dass du auch einige ältere Frauen ansprechen musst, also du wirst auch ein paar kennenlernen müssen, um sozusagen die Falschen von den Richtigen auszusortieren. Und wie gesagt, klar könntest du auch die Falschen verführen, wenn du richtig viel Zeit rein investierst, aber die Zeit, die du in eine investierst, die eigentlich keine Lust auf Jüngere hat, um die vielleicht doch rumzukriegen, in dieser Zeit kannst du besser andere ältere Frauen kennenlernen und wirst schneller eine dabei haben, die eigentlich genau das will. Deswegen mach dir klar, und das auch als älterer Mann, wenn du jüngere Frauen suchst, das ist genau deine Stärke. Du bist der ältere Mann, das ist genau deine Stärke. Sei dieser ältere Mann. Ja, die Frau steht dann vielleicht auf diesen reifen, älteren Mann mit mehr Erfahrung. Nimm das, mach das, strahl das aus. Es gibt dann teilweise wirklich Männer, die ziehen sich dann jünger an oder tun so, als ob sie jünger wären, aber machen damit halt genau das kaputt, was die Frau eigentlich sucht. Genauso wie wenn du als jüngerer Mann so tust, als wärst du reifer und klüger, älter, ziehst dich im Anzug an und um viel reifer auszusehen und so zu tun, als wärst du bereits jemand und wärst du super erfolgreich. Damit machst du dir genau den Vorteil kaputt, den du eigentlich hast. Das heißt, in dem Moment, wo du auf der Suche nach MILFs bist oder nach älteren Frauen, spiel dein junges Alter aus. Das ist dein größter Vorteil, den du haben kannst. Steh zu deinem jungen Alter und bring das voll nach außen. Und dann wird es sehr, sehr einfach sein, ältere Frauen zu verführen. Und natürlich auch viel einfacher, weil du, wir haben das ja in den letzten Tagen in den Videos bereits oft besprochen, Zugriff auf dein volles Potenzial hast. Naja, also wenn du dich halt verstellst, um ein älterer oder reiferer Mann zu sein oder um so zu wirken, als wärst du ein älterer oder reiferer Mann, dann kostet dich das halt ganz viel Energie, weil du ganz viele Sachen unterdrücken musst in dir.
Also du bist halt ein junger Mann und jetzt tust du so, als wärst du ein älterer Mann und um das zu machen, musst du halt ganz viel Energie aufwenden, um den jüngeren Mann zu unterdrücken. Und deswegen wirkst du schlechter, deswegen bist du weniger authentisch, hast du weniger Charisma, weniger Charme. Und so wirst du bei den älteren Frauen auf keinen Fall landen können. Das heißt, wenn die älteren Frauen dann merken, hey, das ist ein jüngerer Mann, der unbedingt so tun will, als ob er ein älterer Mann wäre, dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn du der junge Mann bist und sie sucht das, dann ist das perfekt. Und dann kannst du genau an der Stelle angreifen und kannst ohne Probleme ältere Frauen verführen. Das Einzige, was du halt machen musst, ist, dass du auch ältere Frauen mal ansprichst, dass du dich traust, ältere Frauen auch anzusprechen und kennenzulernen. Ja, und dass du auch dich traust, den älteren Frauen genau zu sagen, hey, ja, ich stehe auf ältere Frauen. Das ist es, was mir gefällt. Sag denen das genau so. Weil wenn du das so sagst, wenn du so direkt kommunizierst, dann sortierst du sehr schnell die passenden älteren Frauen von den nicht passenden älteren Frauen aus. Und dann kann ältere Frauen verführen, was sehr, sehr Leichtes sein. Ja, wenn die ältere Frau spürt, boah, da ist ein junger Mann, der ist mit ganzem Herzen ein junger Mann, dann wird sie das enorm anziehend finden, wenn sie dann in diese passende Kategorie passt. Und du wirst sie sehr, sehr einfach verführen können. Soviel zum Thema jüngerer Mann, ältere Frau. Wie gesagt, es ist auch genau umgekehrt anwendbar. Älterer Mann, jüngere Frau. Geil, dass du da warst. Wenn du dazu noch eine Frage hast, in die Kommentare. Schön, dass du da warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession eintragen, indem wir einen Schritt-für-Schritt-Plan bauen für deinen Erfolg mit Frauen, um eine Freundin zu bekommen, um mehr Frauen kennenzulernen. Das erschaffen wir alles in der kostenlosen Beratungssession. Und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video hier gefallen hat, geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.